In diesem Video zeigt der Ausbilder Peter Kreinberg die praktische Umsetzung einer gefühlvollen Leitseilarbeit auf mittlere Distanz. Welche Ausrüstung ist sinnvoll? Wie werden die Übungen aufgebaut? Und vor allem, wie werden die feinmotorischen Signale im Detail gegeben? Er lässt sich schön in der äußeren Muskulatur los. Und jetzt kann ich durch eine Drehung meiner Hand einen leichten Aufwärtsimpuls geben. Und wenn wir hinschauen, sehen wir, dass er jetzt mit dem inneren Hinterbein unterkreuzt. Da. Wunderbar. Die Biegung wird freiwillig und locker aus der Schulter-Halsmuskulatur angeboten. Und aus dem Unterkreuzenden übertreten. Lassen wir ihn wieder in den Schub kommen, also ins Vorwärts. Fein macht er das. Die detaillierten Inhalte werden in diesem Video hauptsächlich in Wendungen, Schritt und Trab mit einem Jungpferd dargestellt.